Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Atommüll-Endlagersuche braucht Transparenz und Bürgerbeteiligung. So ist es nach dem Gorleben-Desaster im Standortauswahlgesetz dann auch geregelt worden. Dafür müssen Daten zum geologischen Untergrund veröffentlicht werden. Der vorliegende Entwurf zum Geodatengesetz soll dafür jetzt die Grundlage legen und damit auch das Lagerstättengesetz aus der Nazizeit endlich ablösen. Und das ist gut so. Obwohl die Bundesregierung seit 2017 Zeit hatte, kommt dieser Entwurf mal wieder auf den letzten Drücker. Das macht unsere Beratung in einer so sensiblen Problematik nicht einfacher. Eigentlich müsste Ihnen ja auch schon längst klar sein, in Gorleben, in Morsleben und in der Asse hat staatliches Handeln einen Scherbenhaufen bei der Atommülllagerung hinterlassen, und die Menschen sind zu Recht sehr misstrauisch. Deswegen stellen wir Linken höchste Ansprüche, nicht nur bei der Sicherheit der Atommülllagerung, sondern eben auch was Transparenz und Bürgerbeteiligung angeht. Bereits Ende September 2020, also jetzt in circa 7 Monaten, soll der erste Zwischenbericht Teilgebiete durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE vorgelegt werden. Danach steht als erste echte Bürgerbeteiligung die sogenannte Fachkonferenz Teilgebiete auf dem Plan. Mit den im Entwurf festgelegten Übergangsfristen und der späten Vorlage ist es jetzt Millimeterarbeit, dass alle erforderlichen Geodaten rechtzeitig für diesen Fahrplan auf den Tisch kommen. Der Entwurf sieht vor, dass Ansprüche von betroffenen Dritten gegen eine Veröffentlichung keine aufschiebende Wirkung haben. Und das ist gut so. Was aber, wenn zum Beispiel betroffene Öl- oder Gaskonzerne auf anderem Weg rechtlich eine aufschiebende Wirkung durchsetzen? Dann steht nicht nur die Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger in Frage, sondern es wird auch gleich um das Vertrauen der Bürgerinnen zu diesem Verfahren gehen. Denn die haben in dieser ersten Phase laut Stand AG keinerlei Klagemöglichkeiten. Das hatten wir als Linke immer wieder kritisiert in dem ganzen Standortauswahlgesetzverfahren. Ich sage das klipp und klar. Wenn Geodaten nicht veröffentlicht werden können, weil Industrieunternehmen hintenrum das mit Klagen blockieren, dann muss aus Gründen der Fairness das Suchverfahren angehalten werden. Dann brauchen wir ein Moratorium. Für uns Linke gilt, Gründlichkeit muss vor Geschwindigkeit und Schnelligkeit gehen. Das ist zentral in den kommenden Beratungen zu diesem wichtigen Gesetz. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin.